1, 2, 3. Hallo Liberalen-Freaks! Herzlich willkommen auf der Demopark hier in der Nähe von Eisenach auf dem Flugfeld. Wir sind jetzt hier an unserem wichtigsten Standort, nämlich bei Grasshopper. Und nicht nur die Firma Grasshopper ist hier, sondern es gibt viele andere Firmen. Wir werden hier rumlaufen in den nächsten Tagen. Also ich werde nicht immer so aussehen. Wir werden hier rumlaufen, das eine oder andere uns anschauen, natürlich auch filmen. Wir starten heute mit Grasshopper und wir starten vor allen Dingen mit dem Falkenstein, mit dem neuen Handspindelmäher von Alexander Rhein, heißt er ganz genau. Der steht da hinten schon und freut sich auf das erste Interview mit mir. Nein, freut sich nicht. Ich glaube, er ist ziemlich aufgeregt. Da gehen wir jetzt gleich mal hin. Und ja, Christian ist auch da. Da können wir auch mal auf die Schulter klopfen. Viel Spaß mit dem Video. Yeah! So, du filmst schon. Und da ist er, Christian. Hey, Christian, grüß dich. Ja, geschafft hast. Wie geht's dir? Super, alles klar. Erträgst du die Hitze? Es geht, ja. Oh, es ist brütend heiß. Demopark gleich 30 Grad. Sonne den ganzen Tag, aber wir haben hier ein schönes Zelt. Oder schauen wir kurz mal rein. Christian hat hier, also nicht Christian, sondern Grasshopper. Die, genau. Es ist nicht Christians Zelt, aber ich nehme ihn einfach mal mit. Grasshopper hat hier ein paar schöne Sachen aufgebaut. So ein paar Kleinigkeiten so zum Anschauen. Es riecht hier natürlich gleich wunderbar nach der Ascophytonodum. Habe ich jetzt nicht gut gelernt. Ascophytonodum. Hast du gut gemacht. Fantastisch. Hast du gut einen der Alge. Ja, hier sind die verschiedenen Dünger. Gibt es nicht alle Dünger im Shop für euch, sondern das sind die Profidünger vor allen Dingen. Und hier noch andere schöne Sachen. Christian, gibt es was Besonderes auf der Messe dieses Jahr? Habt ihr irgendein neues Highlight? Gut, Highlight ist jetzt halt die Technik, gerade dann den Steuer, die mehr sind ja jetzt hier vertreten. Eigentlich haben wir heuer das erste Mal wieder einen Stand überhaupt auf der Demopark. Okay, ja. Ich glaube, das letzte Mal war 2007 oder so auch das erste Mal. Und sonst waren wir eigentlich immer erst so privat hier zum Zuschauen und jetzt mal wieder. Ja, man merkt auch, ihr werdet größer. Auch. Wir werden größer, ja, das cool. Wächst, das Sortiment wächst. Ne? Ist ja auch gut, man muss sich breit aufstellen in der heutigen Zeit. Ne? Cool. Und von dem her haben wir schon, denke ich, einiges zu bieten. Ja, lieber Ramfix, hier haben wir aus meiner Sicht schon eins der kleinen Messe-Highlights. Klein, weil es tatsächlich eine relativ kleine Maschine ist. Eins der Messe-Highlights hier, und zwar präsentiert hier Alexander Rhein, Alex, seinen selbst entwickelten Handspindelmäher, den Falkenstein. Das ist der erste Profi-Handspindelmäher made in Germany von Cylinder Mower Germany. Er hat angefangen hier mit seiner Leidenschaft, vor ewigen Jahren, hat dann auch auf Facebook sehr viel zum Thema Spindelmäher schon gepostet, dann eine Gruppe aufgemacht und jetzt hat er seinen ersten eigenen Rasenmäher, Spindelmäher entwickelt und wird ihn mit der Firma Rasenspecht zusammen in Serie bringen. Ja, und deswegen sind wir hier. Alex, wie fühlst du dich? Ich fühle mich jetzt wie ein Star. Nein. Ich finde es echt cool, dass ich so kurzfristig dabei sein kann, so ein High-End Made-in-Germany-Produkt Handspindelmäher vorzustellen. Also du siehst das auch wirklich als High-End-Produkt an, ja? Warum? Ich sehe das im Bereich Handspindelmäher High-End-Produkt. Ja. Es gibt sowas auf der Welt kaum. Und ja, wir sagen, es ist ein Made-in-Germany-Produkt und es ist wirklich ein Made-in-Germany-Produkt, weil wir von der Spindel bis zum kleinsten Detail alles selbst produzieren und machen. Ja, und das ist schon eine Herausforderung und ich bin ja echt froh, dass ich irgendwann mal was im Leben hinterlasse. Aha. Ja, wie es halt so ist mit den alten Spindelmähern, die es noch vor 40, 50 Jahren, die ich restauriert habe, die gibt es immer noch. Und das will ich halt mit dem irgendwann mal auch verwirklichen. Und ja, cool. Ist ein Manufakturprodukt, kein Masseprodukt. Schauen wir uns mal an. Ne? Genau. Ihr seid schon ganz aufgeregt. Nein, ich hoffe, ihr seid interessiert. Schauen wir uns mal an. So, das ist also der Falkenstein.
Warum habt ihr ihn Falkenstein genannt? Das hat eine ganz coole Geschichte. Ich war zum ersten Mal auf dem Golfplatz. Aha. Da hat mich dieser Kurzschnitt so richtig beeindruckt. Ja. Und in Hamburg war das. Ah, das Golfclub war Falkenstein. Golfclub Falkenstein. Nein, coole genau. Story. Genau. Cool. Ja, Falke passt auch zu Rasenspecht, zum ja. Logo. Ja. Deswegen haben wir so ein ähnliches Logo. Wir sind dann zusammengewachsen, das ist daraus entstanden. Deswegen halt der Name Falkenstein. Falke, halt präzise ja. auch. Und okay. Stein, Robustheit. Cool, sehr cool. So, ich schiebe mal ein ganz bisschen vor und... Ah, die Spindel dreht sich. So, was ist da? Jetzt viele Kunden dran rumgeschaut. Ja, ja, egal. Was ist das Besondere? Worauf hast du bei der Entwicklung dieses Handspindelmähers besonders Wert gelegt? Besonders Wert gelegt habe ich auf den kontaktlosen Schnitt im Aha. privaten Gebrauch. Wenn man sich so einen Baumarkt-Spindelmäher kauft, wird der Kunde eigentlich nach ein paar Monaten enttäuscht. Es wird schnell stumpf. Und hier haben wir wirklich hochwertige Materialien im Untermesser- und Spindelmesserbereich verwendet, wie auch in Edelstahlwalzen. Ja. Können wir ihn mal hochkippen? Können wir den mal hochkippen. Ja. Einmal in Wartungsposition bringen. Der sieht schon so fertig aus. Alex, ist er schon fertig oder wie lange braucht ihr noch? Das ist ein absoluter Prototyp. Das ist jetzt noch ein Prototyp. Da werden noch so viele Veränderungen, Verbesserungen stattfinden. Okay. Wie ein Abstreifer und ja, viele Details. Wie kann ich jetzt, es ist fast schon... Kannst du nicht alle sagen. Also genau, ganze DIN A4-Seite, die ich mir notiert habe. Wir kippen den mal. Ja. Geht das so? Wir müssen ja, der Tisch ist ein bisschen nicht stabil. Der bricht bald zusammen bei diesem... Okay. Was wiegt da? 41 Kilo ohne Fangkorb. Ja. Und ja. Okay. Das hier ist die Wartungsposition. Ja. Also was ich jetzt gleich sehe, wenn ich gleich mal sagen darf, Edelstahl, so nee, sieht das aus. Das ist aus. Aluminium. Ach, das ist Aluminium. Genau, die okay. gibt es nachher profiliert. Auch profiliert? Genau, die kann sich der Kunde selbst zusammenstellen. Aber das ist Edelstahl. Das ist komplett Edelstahl samt Welle. Also da rostet, genau, die ist auch eine 20 mm Präzisionswelle, sodass wir hier wirklich auch wirklich mal eine Schieblehre, also High-of-Cut-Messgerät draufpacken können. Und wirklich im Zehntelbereich einstellen können. Wow. So, und das ist die Spindel und das Untermesser. Sieht sehr ähnlich aus, finde ich, wenn ich jetzt mal so sagen darf, wie das im Profibereich auch gemacht wird mit genau. diesen Schrauben. Mit den Schlitzschrauben, finde ich immer furchtbar, aber Schlitzschrauben sind da der Standard. Genau. Weißt du eigentlich warum? Die haben den geringsten Verschleiß beim Aufschrauben. Ah, eine Imbusschraube ist sofort ausgenudelt. Okay. Und wenn man das Wichtige, den richtigen Bit nutzt, auch ja. einen Schlagschrauber vielleicht ja. nutzt, dann hat man damit eigentlich keine Probleme. Okay, so, jetzt der Schnitt. Das Allerwichtigste, der präzise, scharfe. Und Alex sagt, berührungslose Schnitt. Das ist entscheidend, das will er haben. Und damit natürlich auch eine Geräuschfreiheit, also eine möglichst geringe Geräuschentwicklung. Denn immer, wenn die Spindel natürlich am Untermesser touchiert, dann gibt es natürlich Geräusche. Und das möchtest du möglichst vermeiden. Ja, das ist ein Bereich... Wir haben einen Spalt von ungefähr 5 bis 300stel zwischen Untermesser und Spindel. Und das reicht aus, um so einen Papierschnitt auszuführen. Wir haben jetzt hier ungefähr 100 Gramm Papier. Ja. Das machen wir deswegen, weil wir haben auch vom Rasen so ein bisschen Druck. Druck. Je tiefer du mähst, desto mehr Druck. Das weißt du alles, Andreas. Ja, ja, aber, nicht genau. Und deswegen nehmen wir dann nicht unbedingt dieses 80 Gramm Papier, sondern etwas dicker. Damit okay. simulieren wir quasi oder... kompensieren wir, wie soll ich das sagen, das Ganze. Ja, dieses Nachdrücken des Untermessers. Genau. Okay, na, dann schneid mal was. Also ich hoffe, die ist jetzt eingestellt. Das hoffen wir auch. Puh, das war knapp. Immer schön auf die Finger aufpassen. Ja, ja, ja. Also das bitte wieder nicht nachmachen. Das ist also, hochgradig gefährlich. Das ist halt der Unterschied zwischen den Baumarktprodukten und so einem Manufakturgerät. Wir haben wirklich kontaktlosen Schnitt in jedem Bereich. Okay. Und ist kontaktlos. Heißt aber auch, um es gleich mal auf den Punkt zu bringen, das wird auch ein sehr teures Spielzeug. Das ist absolut nur für die ganz Verrückten, wie Andreas. Oh Mann. Es gibt viele Leute, die wollen sich einmal ein Gerät kaufen und was Vernünftiges. Das ist unsere Philosophie. Ein Gerät für die Ewigkeit. Wir haben hier einen Hinterschliff drin. Dadurch können wir hier ein manuelles Backlapping. Der Kunde kann es
in meinen Augen jahrelang selbst ausführen, mit einer guten Schleifpaste, die dabei ist und auf Wasser basiert. Kommt das mit dazu? Wird das dazugelegt oder extra? Das gibt es dazu. Okay. Als kleine, was weiß ich, 200 Gramm vielleicht. Das wissen wir noch nicht, sehen wir dann. Ja. Und kann man dann natürlich bei uns im Shop erwerben. Gut, Alex, wie ist die Resonanz? Du bist ja nun hier schon auf der Messe einen Tag gewesen. Wir haben auch heute den zweiten Tag, der Demopark. Wie ist die Resonanz überhaupt hier auf der Messe und auch im Netz, in den Social Media Gruppen? Was wirst du einen verkaufen oder nicht? Also gestern war ja Sonntag, das war so mehr so private. Ja. Da waren so mehr so private Kunden unterwegs. Heute werden wir gucken. Der Tag ist noch jung. Ja. Social Media mäßig sind wir ziemlich weit vorne, würde ich sagen. Da haben wir weltweit eine enorme Anfrage, aber wir werden erstmal nur wahrscheinlich Deutschland beliefern können. Okay, also ist eine gute Resonanz, ja? Ist übertrieben gut und wir haben eher Angst, dass das nachher uns quasi, wie soll ich sagen, dass das zu viel überrollt, genau. Trotz des wahrscheinlich hohen Preises, kannst du schon was zum Preis verraten oder wollt ihr das noch nicht? Ich kann das grob sagen, weil das ist die meistgestellte Frage. Ja. Es wird um die 2.500 Euro kosten. Oha, also das ist natürlich schon ein stolzer Preis. 2.500 Euro ist viel Geld, aber du bist davon überzeugt, dass es gut angelegtes Geld ist? Genau, es ist absolut, es macht Spaß, das Ding funktioniert und es ist auf jeden Fall wert. Hast du nicht Angst, dass das die Chinesen, man muss es mal so brutal sagen, oder jetzt sagen wir die Asiaten, nachbauen werden? Wie schützt ihr euer Produkt? Da habe ich überhaupt keine Angst, absolut null. Weil diesen kontaktlosen Schnitt, das ist eine Manufaktur, da muss man Zeit investieren. Ja. Und die Chinesen sind auf Massenprodukt ausgelegt, das ist es nicht. Und deswegen werden sie niemals sowas hinkriegen. Okay, das ist meine Aussage von Alex. Alex, hier sieht man ja jetzt hier die Übersetzung. Das sieht ja ziemlich wild aus. Zweimal untersetzt, wie das heißt. Genau. Wenn ich das richtig im Kopf habe als Ingenieur. Zweimal untersetzt, ne, damit du die Umdrehung vom Antrieb auf das Messer überträgst. Warum muss das so gemacht werden? Ja, wir müssen ja auf die Schnittfrequenz kommen. Okay. Und wir können nicht hier vorne so einen riesen Zahnrad machen und deswegen müssen wir doppelt übersetzen, okay, damit wir auch bei 8 Messerspindel zum Beispiel auf 110 Schnitte pro Meter kommen. Und das heißt Schnitthöhe? Schnitthöhe ist bei einer 8 Messerspindel von 8 bis 15 mm empfehlenswert, aber da haben wir 3 verschiedene Spindeln. Auch 3 verschiedene Spindeln? Genau, 6 und 8 und 10. Cool. Danach, der Kunde muss uns eine Zielschnitthöhe sagen. Ah ja. Genau, damit wir auch wirklich ein optimales Schnittbild bekommen. Okay, also ich bin sehr gespannt. Danke, Alex. Cool.